Hallihallo, willkommen zurück zu Fallout 2, Part 18 mit mir, Nico. Beim letzten Mal hatten wir uns hier den nördlichen Stadtteil von Vault City angeschaut, haben mit allen möglichen hohen Persönlichkeiten geredet. Episch hohe Könige, First Citizen Lynette, die wir dank unseres relativ hohen Speech Skills gut drauf labern konnten. Und dennoch müssen wir uns erst einer weiteren Aufgabe stellen, bevor wir hier in Vault City weiterkommen können, und zwar um die Informationen aus ihrem Vault-Archiven zu holen, um den Vault unseres Bunkerbewohners, also Vault 13, ausfindig zu machen. Oh, sorry. Wir hatten soweit schon mal alles abgegrast, glaube ich. Und ich denke, ich ziehe mir jetzt erstmal hier dieses Buch rein. Nee, erst gucke ich. Ich habe First Aid 37. Gut, dann gucken wir nochmal. Klack. Oh. Jetzt. You learn new ways to heal injury. 37, ja, immerhin 6 Punkte. Sehr schön. Ich meine, es gäbe auch hier wieder einen Perk. Wir hatten ihn, glaube ich, sogar schon mal gesehen. Ja, dass man mehr Erfahrungspunkte oder mehr Skillpoints, glaube ich, bekommt. Aber jeweils nur 2 mehr pro Buch dann. Könnte man nehmen, aber ich glaube, hier sind andere Perks besser aufgehoben. Bei Fallout 3 und New Vegas habe ich es immer genommen, weil es einfach zu gut ist. So. City of Tight Asses. Ja, das kommt schon hin und ich muss mir meinen Timer stellen. So, Amok. Ja. Also wir haben verschiedene Aufträge. Erstmal müssen wir nach Gecko. Und wir sollen nicht nur nach Gecko direkt gehen, was wir auch machen werden. Wir sollen auch die Gegend um Gecko herum erkunden. Das werden wir als erstes machen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum wir jetzt gleich ein bisschen hier die Felder abtänzeln. Und zwar machen wir das total geschickt. Ja, und jetzt hier rüber. Ja, und jetzt hier so durch. Oh ja, das reicht genau. Und jetzt da hoch. Oh ja, 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 komm, komm. Ja, boah. Besser hätte ich das machen können. Ho, ho, ho. Oh, okay, den habe ich verpeilt. Schade. Egal, wir haben die Felder untersucht. Und jetzt gehen wir nach Gecko selbst rein. So, Gecko. You've entered the small settlement of Gecko. Und wir sehen schon direkt, wird auf jeden Fall Ackerbau betrieben, Radiation, Keep Out, direkten Radiation Warning Sign. Natürlich sieht man da nichts Besonderes dran. Und hier haben wir auch schon, you see someone whose skin has been very badly burned. Hallo, verbrannter Typ. You look like you're from Vault City, ja. Yeah? Hello, weather's been really dry lately. Okay. Okay. Scheint alles ganz normal zu laufen. Sind halt Ghule. Ist ja nicht so, dass ich die noch nie gesehen hätte. Ja, ein bisschen mehr Regen wäre bestimmt nicht verkehrt. Dann gucken wir uns hier doch mal ein bisschen um. Also die sind relativ gesprächig. Aber hier sind auch nur Ghule irgendwie. Ah, das brauchen die ja nicht. Right away. Ach, nehme ich direkt mit. Cassidy fragt sich, ob Texas den Krieg überlebt hat. Habe ich mir den Krieg überlegt? Mann, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Dann mach ich lieber ein Quicksave.
So. Naja, hier gehen wir doch auch direkt da noch rein. Jubidi-jub-jub. Tür auf. Wen haben wir da? Noch einen ganz normalen Ghoul oder was? Komm, fahr du get hier? Ja. Be nice while you're in town. Okay. Zählt Clown zum Nettsein dazu? Ey, wir haben lauter Stuff hier. Ich kann es nicht glauben. Das kümmert die überhaupt nicht, was ich damit mache. Oh, Ghoul sind so cool. Oh, Gecko. Gecko heute. Ihr braucht die eh nicht. Die wollen sich nur komische Hautkleider daraus schneidern. Und ganz aufgesetzt ekelhaft ihre Jugend mit normaler Haut vor ein paar hundert Jahren nochmal zu erleben. Ah, das Hafensein. Die Harfe. Was ist das für ein Etablissement? Ah. Hätte ich mir ja denken können. Wenn ich es nicht schon gewusst hätte. Haha. Ist natürlich eine Kneipe. Mit lauter verbrannten Typen. Ich meine, wenn man sich das mal so vorstellt. So wirklich wie, als wäre es in echt. Man läuft da rein. Da stehen lauter Typen rum, die aussehen, als wären sie verkohlte, lebendige Leichen. Oder noch schlimmer. Von Säure überschüttet. Wie die Typen. Fuck you. Fick dich selbst, du Arschloch. Was ist mit dir los? Hello there. Looks like you're another tragic player. Have time for a game? Or are you yeller? Yeller. I'm a calling you out. Okay. Ich glaube, das Fuck you eben galt nicht uns. Jedenfalls fragt er uns jetzt hier, ob wir ein Tragic-Spieler sind. Tragic reimt sich auf Magic. Ihr habt es euch eh schon gedacht. Kleiner, ja, wie soll man das sagen, Cameo, Werbetrick, keine Ahnung. Oder ist es einfach nur ein Easter Egg für Eingeweihte? Sure, let me know, must stop. Your hand reaches for your deck, seemingly of its own volition. No! I know what you mean. I can stop any time I want, just not today. Ah, must leave where I still can. Goodbye. You're not kidding. Actually, I wanted to ask you about something else. I run this place. Are you dumb? I sell drinks, trade for things, tell stories and play tragic. Tell stories? I've got this great story. It's really funny. You see, there's this head, right? A head? Yeah, it's a head, but it's not attached to a body. You see, it's been severed. A severed head? I see. And this becomes entertaining when? Just hold on a minute. This severed head, you see, it's in hell. Ha ha. And it flies around there, you know, in hell. And it runs into all kinds of famous people there. Ha ha ha. Wait, a severed head is in hell and it flies around doing what? Well, it's doing stuff. You know, it's got things that it wants to do, or maybe things it's forced to do. The point is, it's doing stuff, you know? There in hell. Oh God, I can't stand it. You're kind of obsessed about this, don't you? Were you and your mother close? Did you ever have problems with bed wetting? No, you just don't understand. It's all about severed head, get it? It's funny. How can you think about a severed head in hell of all places and not laugh? Woos! I don't know you very well, and I'm pretty sure I don't want to. However, I think I can say without fear of exaggeration that you need help. Immediate, competent help. Oh, I see. Why, yes, of course. That's very funny. I just can't contain my amusement. But enough enjoyment. Oh, my splitting sides. I need to ask you something. See? I told you it was funny. Is there anything else you need? Was zu trinken brauchen wir eigentlich nicht. Mal gucken, was er zu handeln hat. Trade? I'm always ready to trade tragic cards. I've got a couple of old Vox Mubbies, a Black Dahlia and some rare earths. What the hell are you talking about? Are you dumb? Tragic the Garnering is the most addictive thing since Jet. What's Jet? Jet's a drug that comes from New Reno. Were you born yesterday or are you just dumb? Oh, that jet! Well, sure, I knew about that. Tell me more about the Tragic the Garnering. It's like it was saying, Tragic the Garnering is the game to play. Tell me more about this Tragic the Garnering.
Well, Tragic the Garnering isn't just a game. It's an obsession, not a cologne either, but something that the way it changes a person's life is tragic, but they just don't understand. Uh-huh. No, really, it's wonderful. You should play it just once. The first box of cards is free. A little something from me to you. Thanks, Hades look great. You tear the wrapping off. Mmm, I just love the smell. That's just the first part. Now that you're one of us, want to play a game? Sure, but you're going to have to show me how. Well, it's simple really. Even someone dumb can understand it. First you build a play deck out of the cards that you have, and then you, you say you deal to the third players unless it's Thursday? Okay, I think I've got it now. Let's play. I won! Fuck you! You are dumb! I've crushed you! Now I can build an even better deck with your cards. What a surprise! Well, at least I didn't have to listen to you to one of your stories. Goodbye. Yeah, you won. Goodbye. Okay, jetzt habe ich eine Runde bis spät in die Nacht Tragic the Garnering mit ihm gespielt, um zu verlieren und dann auch beschimpft zu werden von ihm. Oh, I really don't have time. Nee, nee, nee. Something else? Trade? Inventory to trade. Okay. Kann doch mit ihm handeln. Jawohl, er hat natürlich nur Karten. Damn it! Okay. Das war jetzt die ultimative Zeitverschwendung. Aber alles für den lustigen Dialog. Vom lustigen Tragic the Garnering Ghoul. Wie heißt er überhaupt? You see tall ghoul with long hair. Ah ja, klar. Schlaksiger, dünner Typ. Mit blonden Haaren. Hört nur Black Organic Peroxide Metal aus Nord-Dänemark, Schweden und macht da lauter so Späße dann so, ne? Oh, hier eine Toilette, die hat mich gerade so abgelenkt. Bin ich voll aus dem Redeschwall gekommen. Ha. So, wen haben wir hier? A particularly leathery looking ghoul. There, smooth skin. Na, wen haben wir denn da? I help keep this town running. Den guten Kerl kennt wohl inzwischen jeder, der irgendwie jemals was von Fallout gehört hat, nehme ich an. Ihr seht schon hier. Ah, da wächst er schon, sein kleiner Kumpel. Smooth skin? Hello, Harold. What do you do here? Whatever it takes to keep this place together. Better job on it than me. This place coming apart? Well, sorta. Our atomic reactors are mind sensitive. The people I got running it mean well, but... well, they are not the sharpest tools in the shed, if you know what I mean. Yeah, I catch a drift, dude. Oder ich sag, what do you mean? Need a little time on the whetstone yourself, huh? Yeah, yeah. I mean, they are not too bright. Here's an example. The other day, I get a report. On it, it says the main coolant valve should be shut down. That would have caused a meltdown. That would make the Grand Canyon look like a pig walla. That sounds bad. That would be bad. Now, I got things fixed up in time, but... We came close to the end there. Phew. They need someone to watch out for them. Wie cool sie ihn gemacht haben. Mit dem Gehust und dem ganzen Kram. Wie cool er aussieht. Good thing you're here to help them. Who'd have thought I'd be making things right? Although, if we don't get a hydroelectric magnetosphere regulator pretty damn quick, there is gonna be trouble. What the hell is a hydro magna whatever later? Well, technically, it's a thing. Muss er gerade mal lachen. Harold.
Okay, what does it do? Without a functional hydroelectric magnetosphere regulator, we are leaking radioactive coolant into the groundwater. Now that means anyone using that water is not going to need a nightlight to take a midnight piss. Also, we need more fuel because our power plant is not burning it very efficiently. Sounds bad. Where would you get a hydromagneto-something or other? Well, I'm certain those ornery bastards in Vault City have one. Not that they'd share. Hell, even if we had one of those thingies, I'm not so certain Festus could install the dang thing. Vault City wouldn't give you the part, even if it means that the groundwater won't be polluted anymore? Well, they'd only help us if they thought it was in their own best interest to do so. Not much chance of that happening. You may be right. Still, if someone could convince them that they should help you... They shoot ghouls on sight. Makes conversation a bit tricky. I wonder if someone else could tell them... We need a hydroelectric magnetosphere regulator, and it needs to be installed soon, or we have got some real problems. What happens if you don't get the part? If we don't get it, you can bet those boneheads from Vault City will shut down our power plant permanently. What will you do then? Take dirt naps. Vault City doesn't play nice. They'll just come up here and kill all of us if we don't get that part. Well, at least I'll have a tree for a monument. Sounds like you need that hydro thingy pretty badly. Let me ask you something else right now, though. What was the name of the part again? What you need, youngster? Is that a tree growing out of your head? Jealous? His name's Herbert. I talk to him when I get lonely. Just kidding. His name's Bob. Oh, God. Bob. Right, well, maybe you or Bob will know the answer to this. What you need, youngster? You know, if there's something called the Garden of Eden, Garden of Eden Creation Kit. So rum. Ich bin das die ganze Zeit aus dem Deutschen. Garden of Eden Creation Kit? A geck, right? I seem to remember Vaults had those. Don't know where you'd find one today. Da war ich noch so klein, als ich das gespielt habe. Da hat sich das sofort voll hardcore in mein Gehirn gefräst noch. What you need, youngster? Wo kann ich mich hier supplyen? Well, you might try talking a wooze over in the harp. You can't miss it. It's just... Toll, der Spasti. Damit ich mich mit dem scheiß Karten handeln kann. Hello, Dana. My name's Lenny. How can I help you? What do you do here? Well, I help Harold mostly. When people get hurt, I help them out. Help Harold do what? I help Harold administer the town. There's always more paperwork to do. What else did you say you did here? Well, I help Harold mostly. When people get hurt... Ja gut. Stotter mir voll einen ab, ey. Scheiße. Help Harold do what? Nee, das kenn ich schon. You can heal people? Well, before the war, I was a doctor. Before the war? But that must have been almost 160 years ago. That's true, but the radiation seems to have given us ghouls a longer lifespan. Cause it took almost everything else away. Took things away. Everything seems to have good and bad mixed together. Took things away. Well, yes, we look like frigging freaks. We don't have any skin or Christ's sakes. For Christ's sakes. Well, I guess you have seen better days. You could say that. I trade in all those years to be a normal person again. Well, not much hope of that, I suppose. If those fools in Vault City would share the medical technology, I'm sure we could cleanse the excess radiation and heal ourselves. They won't help you? You've been to Vault City. Then you tell me what you think the chance of getting help from those bigots is. Might as well watch a paper doc chase an asbestos cat through hell. I'm sorry to hear that, but I think you're right. Okay, hat er noch was zu sagen? Lenny,
Have you ever heard of something called a Garden of Eden creation kit? A Garden of Eden creation kit? I heard that Vault City had one of those. That's the only one I've ever heard of, though. Well, my ancestor, the Vault Dweller, said that Vault 13 owes us one. I need to find it. Well, I didn't actually meet the Vault Dweller, but I saw him once. You saw the Vault Dweller? Where? It was a long time ago in a place called Necropolis. A lot of us ghouls lived there. One day I saw someone running through the city. Running? Yes, running. You see, we ghouls can't run too much anymore, so I knew it was an outsider when I saw them. They ran by so close I could have touched them. I wish that I had joined the Vault Dweller. Yeah, so my ancestor would let a fleshless freak like you do anything with them. Goodbye. You wanted to join my grandsire? Yes. I had the chance of a lifetime and I blew it. What do you mean? Later I heard that the Vault Dweller had fixed our water system. The Vault Dweller saved us, all of us. Do you understand? It didn't matter that we were ghouls. For once it didn't matter. We were people again, worth saving. My ancestor was the founder of our tribe. That memory is revered amongst my people. Later I heard that the Vault Dweller destroyed the source of the mutant army. The Vault Dweller saved all of us, human and ghouls alike. I could have been a part of that, but I lacked the courage. I've never forgiven myself. I'm following in my ancestors' footsteps. Would you like another chance? Will you join me? I'd happier than a bull Brahmin in a pasture full of cows. I'd be honored to join you. I'm maybe old and I can't move too darn fast, but at least away not for too long. But I'm kin sure I patch you up when you need it. Okay. I'm glad that you can join me. I'm sure that your healing skills will come in handy. Hab's den jetzt etwa auch noch rekrutiert gerade? Lava nicht, oder? Sind die jetzt alle bei mir? What you be needin'? Wait here until I come back? Das ist ja irre. Und Cassidy, was geht mit dir? Bist du auch am Start? What's up? You got that? I need to tell you something you might not like. Look again. Nee, alles in Ordnung. Ich wollte nur mal hören. Ey. Yeah, dann haben wir jetzt noch einen Typen dazu bekommen. Lenny, ich glaube, den habe ich noch nie mitgenommen. Weil ich, glaube ich, nie wirklich genug Charisma hatte. Boah, das ist ja cool. Da könnte ich gerade einen Schluck Tee trinken. Oh, was haben wir denn da? Yellow Reactor Keycard. Hard Requisition Form. Das nehme ich alles mit. Erstmal gucken, was hier abgeht. Okay. This is a clipboard with the coolant report. Okay, ich nehme das mal mit. Das sind auf jeden Fall Items, von denen man direkt erkennt, okay, die sind irgendwie special. Ich bin so special. Special Olympics. Special. Das ist etwas anderes special. Ich guck, was ihr da so habt. Dann tu ich so, als wärt ihr nicht da. Und dann nehme ich's euch weg. Ja. Ah, Science Book. Ich hab Science aber schon 70, glaube ich. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das was bringt. Da speichere ich erst. Drecksack. You learn new science information. Das klingt doch gut. Jawohl, auch 6 Punkte. The Cassidy. Beschwert sich, dass der Lenny stinkt. Egal, der kann gut heilen. Das bringt bestimmt was. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn man ihn einfach dabei hat oder ob man ihn darauf ansprechen muss, dass er einen heilt oder so.
So, wir gucken uns mal den Brunnen an. Man muss immer die Brunnen untersuchen. Die Brunnen. 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 Oh, die mögen mich halt jetzt schon, oder was? Gecko accepted. Although you're not greeted with open arms, most people in this area will at least nod in acknowledgement when you meet. You fit in as well as most. Okay. Aber wahrscheinlich, weil ich schon einen relativ guten Ruf habe und das eigentlich alles voll die netten, korrekten Typen sind, sind halt nur Ghule. You see? Ganz normalen Ghule. Stört's nicht? Ich mach mal den Vorhang hier auf. Ich guck mal da rein. Hm? Fuck you! Typ ist ein kleiner Rage-Quitter, hä? Hat er beim Tragic the Garnering verloren. Seinen wichtigsten Karten. Oh nee, das können wir behalten, das eklige Zeug. Sowas esse ich nicht. Ich esse nur gedünstete Yoruga-Wurzeln und Xander-Flowern. Xander. Xander-Pulver. Oh ja, Sulik. Steh mir im Weg. Bitte. Bitte noch mehr. Oh ja, I'll be moving. So, das war's hier, glaube ich, schon. Aber wir gehen noch in den nördlichen Teil. Denn hier ist es bald soweit. Hier finden wir unser benötigtes Utensil, um den wundervollen Highwayman im Den klarzumachen. Man sieht schon hier, oh, Auto, sieht ein bisschen garagenmäßig aus. Vielleicht eine Werkstatt in die Richtung. Der Survival Guest. Survival Gear locker. Okay, das dürfte dann wohl ein Händler sein, hoffe ich mal. Oh, wen haben wir hier? Niemand besonderen, niemand besonderen. Howdy, Friend. Hello there, Friend. Das sind die Kanadier. Jetzt weiß es endlich. Hi, Buddy. I'm not your buddy. Guy. I'm not your guy. Friend. I'm not your friend, guy. I'm not your guy, buddy. Boah, das könnte ich jetzt ewig weitermachen. Soll ich, soll ich? Wollen wir das alle? Boah, ein kurzer Ghoul. Hello there, Percy Crumpier, Master Merchant in this locality. But you can call me a plain old Percy. Yes, you can. Heck, everybody does. Now, what can I do for you? I was just wondering what's going on here in town. Not a whole lot new here in town. I hear Woos rooked some newbie out of Black Orchid the other day. Anyhow, the other than that, my friend Woody's done gone missing. Well, tell me more about it. Well, you see, I had a friend named Woody. That Woody, he can sleep like nobody I ever did see. What's worse, he likes to travel. Really likes to kick up the dust that one does. Well, that ain't so much of a problem round here, that is. But last I heard, Woody was going to take a stroll over to the Den. You know where the Den is? Yes, I know where the Den is. Go on. Well, anyhows. Anyhoozles, heißt das heutzutage. Like I've been saying, that ain't so much of a problem round Gecko. But you see, people in other parts ain't so aster the way we look. So, kinda put two and two together? I'm worried that Woody might have been taking himself a nap in the Den. It's a long trip after all, and then they would have buried the poor cuss alive. I need someone to go for him in there. And? Well, I miss him, that's why. Percy blinks moistly at you. Oh, I see, you wanna know what's in it for you. This is usually the part where I get more interested. Tell on. Well, I know where I can get a whole of a heck of a lot of pre-war stock of genuine red eggs and right away. Don't do me no good, no how. But I figure that that oughta be worth something to a smoothie like you. You gonna take the job for me or not? I'll only pay ya off if I know Woody's safe. Just how much is a heck of a lot? It's a darn sight. More'n you'll ever need, that's how much it is. You know, you gonna do it? Yes, I'll do it.
I'll get back to you soon. Also gerade Redaway ist extrem teuer, wie man sich denken kann hier im Wasteland. Und da sagen wir auf gar keinen Fall nein. Oh, wir haben schon drei Typen dabei. Ich glaube, so viele hatte ich auch noch nie. Ich durchsuche trotzdem deine Sachen. Okay. Yellow Passkey nehme ich auch mit. Nur um sicher zu sein, dass ich alles habe, was ich jemals brauchen könnte und mehr. Oh, Lea. Komm, handeln. Why, I sure do. Heck, got all kinds of stuff here for the right price I do. Let's see what you've got. Okay, da können wir noch handeln. Ja, what the fudge? Ne FN-Fall. Nur ein Fall. Und hier eine 14mm Pistole. Ist natürlich geil. 100 Schuss davon. 6 Stimpaks. Schrotmuni, Red Eggs und sogar einen guten Ecken Kohle. Ab geht's. Wasser. Hoho, brauch ich nicht. Da. Crap, crap. Mega crap. Das behalte ich. Das habe ich extra geholt. Das behalte ich auch. Das hier. Weg. Der ist mir zu schwer. Eine von den Schaufeln entferne ich. Cheesy Poofs. Ach komm, ich hau sie weg. Die klumpen nur mein Inventar voll. So. Wie viele Red Away habe ich denn schon? 3. Immerhin. Aber davon kann man nie genug haben. Oh, und die Tragic-Karten. Also, wir fangen mit der Muni an. Okay, günstig. Oh, Bares. Bares ist immer gut. Und dann Stimpaks. Huch! Ah, das war nur eins. Ich dachte schon, oh, ist das günstig. Hey, wir sind immer noch drüber, wow. Aber nicht mehr viel. Hast du hier noch so eine? Ah, dann wird es gleich wieder teuer. Ach, scheiß drauf, komm hier. Ich bin ein Ghoul-Freund. Ich gebe dir lauter Krimskramsen, gibt's mir harte Währung dafür. Das sehe ich absolut top. Ich kann mit Krimskrams nichts anfangen. Ah, vielleicht können die das ja hier gebrauchen. So, jetzt haben wir gehandelt. Wir sind schon deutlich besser ausgerüstet. Hier, dann ziehe ich mir noch schnell das Buch rein. Jetzt haben wir schon First Aid 48 immerhin. Und dann würde ich doch sagen, ist hier ein guter Punkt, um aufzuhören. Dann erkunden wir beim nächsten Mal Gecko weiter und ziehen dann mit den Neuigkeiten zurück nach Wall City und schauen, wie wir diese ganze Misere auflösen werden. Bis dahin wünsche ich euch was und bye bye!